Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Ritalin und ihr schaut wieder Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen dieser Woche. Morgen kommt Far Cry 4 für alle relevanten Systeme und die Neuauflage von GTA 5 für PS4 und Xbox One. Am Donnerstag wird's episch mit Dragon Age Inquisition. Der Freitag wird schnell mit Sonic Boom Rise of Lyric für Wii U und Sonic Boom Shattered Crystal für den 3DS. Auch am Freitag kommt Persona 4 Arena Ultimax für die PS3, ein Prüglerauf-Guss in Capcom-Tradition. Und Escape Dead Island, das Zombie-Abenteuer im Cell-Shading-Look für Old Gen. Doch es wird auch sportlich, denn es erscheint WWE 2K15 vorläufig noch ohne Tim Wiese. Zwinker, zwinker. Damit sind wir aber bereits durch mit den Veröffentlichungsterminen dieser Woche und kommen zu den eigentlichen News. Telltale arbeitet bekanntlich an einem Adventure zur Game of Thrones Serie. Nun wurden erste Bilder geleakt und ich muss sagen, es sieht definitiv schick aus. Drive Club hat so seine Probleme, nun verschenken die Entwickler einen gratis DLC mit 22 neuen Events, 10 Trophys und 5 neuen Autos. Auch die Halo Master Chief Collection hat große Probleme beim Matchmaking. Jetzt kündigt 343 Industries Abhilfe für diese Woche an. Hoffen wir, dass die Fehler behoben werden können. GTA Online bekommt mit nächstem Update die lange versprochenen Heists. Sprich, ihr könnt in GTA Online künftig mit Freunden Banken überfallen. Ich hoffe nur, dass die genauso klasse werden wie im Singleplayer. Nintendo plant Amiibo-Figuren-Support auch auf Drittentwicklertitel auszuweiten. Hyrule Warriors wird bereits einige Bonis beim Einsatz der Figuren bieten. Rare arbeitet vielleicht an neuen Battletoads-Ableger, denn Microsoft hat den Markenschutz vor kurzem erneuert. Das PSN wird heute ab 19 Uhr nur noch begrenzt zur Verfügung stehen. Die Wartungsarbeiten werden bis einschließlich 1 Uhr dauern. Square Enix hat nun offiziell Just Cause 3 für nächstes Jahr angekündigt. Es wird für Next Gen und PC entwickelt und keinen Multiplayer beinhalten. Damit sind wir aber auch schon durch bei den News und kommen zu den Meldungen in eigener Sache. Für Replay Fast wird in Zukunft nicht mehr in den News gewählt. Ihr bekommt nun immer direkt am Ende der jeweiligen Folge die Möglichkeit, für die kommende Folge abzustimmen. Die neue Folge wird voraussichtlich morgen bzw. übermorgen erscheinen. Es wird Darksiders gespielt. Weiterhin habe ich eine tolle Neuankündigung. Wir launchen ab sofort unsere eigene Homepage und Forum. Ihr könnt uns jetzt auch auf www.replaygamesforyou.de folgen. Den Link gibt es in der Beschreibung. Ich habe extra Wert darauf gelegt, dass ihr sowohl auf PC, Handy als auch eurem Tablet ein tolles Erlebnis haben könnt. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.